Sie repräsentieren letztendlich mit diese vielen Helfer, Unterstützer und Partner. Ein Verein wie unser kann nur bestehen, wenn er über Partner verfügt, Partner aus Politik, Wirtschaft, Behörden und Verwaltung. Mag sein, es ist so weit, dass wir einander nicht mehr spüren. Gestatten Sie mir dennoch, einige unserer Gäste namentlich zu begrüßen. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Hans-Georg von der Marwitz, Mitglied des Deutschen Bundestages und des Kreistages Märkisch-Oderland. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Marco Büchel, Mitglied des Landtages Brandenburg und der Stadtverordnetenversammlung Bad Freienwalde. Ich begrüße in Vertretung des Landrates den ersten Beigeordneten, Herrn Friedemann Hanke, der in seiner Tätigkeit in der Kreisverwaltung ja vor allem auch unser Ressort mit zu vertreten hat und für uns ein wichtiger Partner in unserer Arbeit ist. Herzlich willkommen. Und ich begrüße ganz herzlich Herrn Ralf Lehmann, Bürgermeister der Stadt Bad Freienwalde und wenn man in die Chronik schaut, Mitbegründer dieses Vereins. Was gestern gut war, liegt in Scherben. Die Sattheit gönnt sich ihren Teil. Ich begrüße zunächst alle Vereinsmitglieder, denn es ist heute unser Tag. Den Vorstand, der immer fleißig war an unserer Seite. Alle Partnerunternehmen und die vielen weiteren Gäste. Und freue mich, dass Sie hier sind. Und die Lieder von Chaprell, Ludwigs 9. Sinfonie, Heinrich Heines Poesie. Als wir den Verein am 10.01. gegründet haben, dachten alle nur über eine Brückenfunktion solcher Vereine und Gesellschaften nach. Der Optimismus der 90er Jahre war, es entstehen genug Arbeitsplätze und jeder findet wieder seinen Platz. Auch heute gibt es genügend Arbeitsplätze und trotzdem scheinen die Menschen nicht so oft auf die vorhandenen Angebote zu passen. Um das besser mitzugestalten, versteht sich der VfBQ als Ihr Partner im Bündnis für Arbeit. Jeder Tag hat tausend Farben, jedes Kind ist ein Genie, mach dich auf. In den Jahren von 1992 bis 2017, also in den letzten 25, entwickelt sich eine sehr große Vielfalt. Das V im VfBQ steht nicht nur für den Verein, sondern eben auch für die Vielfalt und davon berichte ich jetzt. Diese äußert sich in den vielen langjährigen Projekten, die zum Teil in diesem Jahr auch noch runde Geburtstage feiern, beziehungsweise schon feierten, wie die Möbelkammer. Sie wurde am 1.10.2016 20 Jahre alt. Im April 2017 feiern wir 20 Jahre Selbsthilfe-Kontaktstelle Bad Freienwalde unter Trägerschaft des VfBQ. Denn in dunkelkalter Zeiten neben dir ein Mensch vergeht, fang ihn auf, du wirst ihn halten, sage nie, es ist zu spät. Im Juli gibt es schon wieder Anlass zum Feiern. Die Suppenküche besteht 10 Jahre, vielleicht denkt mancher noch gerne an die Eröffnung am 5.7.2007 mit Dagmar Ziegler zurück, der ehemaligen Arbeitsministerin. Sie kochte damals mit unserer Köchin Anneliese Glocke. Rette dich nur Zärtlichkeit, kann dich nur die Liebe heilen. Rette dich nur Zärtlichkeit. An dieser Stelle möchte ich auch noch erwähnen, und Herr Fiedler tat dies auch schon in seiner Begrüßung, dass wir nicht nur 25 Jahre VfBQ, sondern heute am 10.01. auch das 10-jährige Jubiläum der Eröffnung des gemeinnützigen Informations-, Bildungs- und Begegnungszentrums, kurz GIBS, feiern. Vor 10 Jahren gab es nur ein dreistöckiges Haus.
Und wir standen auf einem langen Flur, nämlich in der ersten Etage, mit etwa 120 Gästen. Und wenn sich einer erinnert, ich stand auf einem Podest, damit man mich gesehen hat. Nur heute sehen Sie mich besser. So, im Januar 2007 erfolgte auch die erste Belegung mit polnischen Praktikanten. Auch dieses Jahr werden wir im Januar wieder mit den ersten Praktikanten beginnen. Sie reisen am 15.01. diesen Jahres an. Neben dir ein Mensch zerbricht, gib nie auf, zu ihm zu halten, gib ihm ab von deinem. Im Jahr 1998 begannen wir mit dem Aufbau des Naturgartens am Sachsenhof. Der Aufbau 5 weiterer Gärten erfolgte gerade in den letzten Jahren. Und jeder dieser Gärten hat seine Besonderheit. Im Jahr 2009 übernahmen wir die Betreibung der Notunterkunft in Bad Freienwalde. Und erstaunlicherweise, immer wenn Herr Borat sagt, Frau Doktor, das Haus ist wieder nicht so voll, dann kommt ein Anruf. Und dieses Jahr, im letzten Jahr 2016, hatten wir Tatsache einige Anrufe und mussten sagen, das Haus ist voll belegt. Nun kann man sagen, leider. Seit 1992 widmet sich der VfBQ auch den Wanderwegen der Stadt. Und seit 1996 das Amt des Falkenberghöhe. Dörfer wurden mitgestaltet, zahlreiche Wanderwegeflyer erarbeitet, Broschüren zur Geschichte, Dorflehrpfade und die Ziegeleiausstellung in Altdietzen wurden durch die Mitarbeiter des VfBQ mitgestaltet und mitgeprägt. Nein, ich lasse einen Riesenfurz auf diese saure Kommission, deren Krampf und Lügen schleppen wir seit Jahren mit uns rum. Seit 1996 wirkten wir mit zahlreichen Maßnahmen im Freilichtmuseum Altramft mit und sind auch im neu gegründeten Museumsverein Altramft mit 4 Teilnehmern tätig bzw. betreuen die Bundesfreiwilligen an Bildungstagen. So, in den Jahren 2003 bis 2007 führten wir das Projekt Linios durch, Lernnetz Oderland Spree. Hier sind die Begleitungen der Kitas ca. 120 in 6 Arbeitskreisen und bis 2015 der Bildungsmarkt sowie zahlreiche Ansätze für Bildungsbenachteiligte geblieben. So, weitere wichtige Projekte waren von 1999 bis 2005 die Galerie im Bahnhof. Da sage ich immer, das ist was Besonderes. Das hat nicht jeder Verein, da bin ich auch stolz drauf. Und Frau Kick eben, jetzt ist Vorstandsmitglied, hat es damals mit aufgebaut. Die sich noch immer öffentlich begraben. 1998 haben wir mit den Bürgerhelfern begonnen. Auch das ist ein Projekt, von dem wir uns in den letzten 2 Jahren langsam verabschieden mussten. Seit 2007 beteiligten wir uns an Landesprojekten für Langzeitarbeitslose, wie zum Beispiel Regionalbudget, Perspektive Arbeit. Und jetzt führen wir für Langzeitarbeitslose bis zum 31.01.2018 die Integrationsbegleitung durch, aber eben nicht nur für Langzeitarbeitslose, sondern eben auch für Familienbedarfsgemeinschaften. Und zwar auch nicht hier, sondern im Jobcenter Barnim in Eberswalde haben wir den Zuschlag bekommen. Auch dass das Eis in uns zerbricht, wenn wir den Winter überstehen und uns die Sonne neu erfinden. In den letzten 5 Jahren wurde vor allen Dingen der Bildungsbereich ausgebaut. 2012 begannen wir mit 5 Modulen, zunächst in Gruppen. Dann erkannten wir jedoch schnell, dass Einzelcoachings aus unserer Sicht besser für die Arbeitslosen waren. Mittlerweile haben die Mitarbeiter des VfBQ 7 Module erarbeitet. Ich nenne nur die häufig genutzten: Orientierung und Aktivierung, Bewerbungstraining, Praxistest,
PC-Einsteigerkurs und Gesundheitstraining. Weiterhin beteiligten wir uns an Ausschreibungsmaßnahmen des regionalen Einkaufszentrums, kurz auch RETZ genannt, und realisierten Maßnahmen wie Aviva, Aktiv- und Gesundheitscenter und 2016 Bugiva und seit 2013 in die Integrationshilfe. Ich kürze hier ab, das hat einen ganz langen Titel, den wollte ich einfach Ihnen nicht antun. Kurz heißt das immer Integrationshilfe. Und dort konnten wir im letzten Jahr auch wieder den Zuschlag bekommen. Und nun ist das erstmal für ein Jahr, also bis zum 3.10. diesen Jahres anwesend. Und es läuft ein neues Projekt für uns, wo ich selber sehr skeptisch erst war, aber es ist notwendig und es ist irgendwie auch realisierbar, und zwar die Wegbereiter. Wir suchen also Arbeitslose mit einem Bus zu Hause auf. Und der träumt von einer Welt aus fernen Tagen, von St. Petersburg, dort war er mal ein Star. Unser wohl experimentierfreudigstes Projekt ist der nach unternehmerischen Gesichtspunkten laufende und am 1.11.2015 begonnene Sozialbetrieb mit seinen drei Schwerpunkten Möbel und mehr. Auch dort ist möglich, die Möbel und mehr, die Stätten sind hier im Hause, zu besichtigen heute. Die Holzwerkstatt, sie ist allerdings am Weidendamm, und Garten und Dienstleistungen. Hier sollen Langzeitarbeitslose langfristig als wertvolle Arbeitskräfte für Unternehmen vorbereitet und die Übergänge in Unternehmen intensiv begleitet werden. Und er träumt von einer Welt aus fernen Tagen, von St. Petersburg, dort war er mal ein Star. Nun möchte ich zum Schluss noch ein paar Zahlen und Zukunftsgedanken äußern. Zum Ende des Jahres 2016 beschäftigte der VfB Kuh 26 festangestellte Mitarbeiter. Also da kommt die 25 Geschäftsführer plus 25 Mitarbeiter, spiegelt sich die 25 wieder. So hatte ich es mir gewünscht und so ist es Tatsache eingetroffen. Zumindest per Stand 31.12. Per Stand 31.12. gab es drei, und ich spreche das mal aus, drei Förderungen von Arbeitsverhältnissen, kurz auch FAV, die in diesem sozialen Betrieb wirken. Vier Bundesfreiwillige hatten wir leider nur noch. Wie gesagt, es wird sich ab 1. März wieder schlagartig erhöhen. 70 Teilnehmer in MAE, wobei der in Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung, sprechen wir auch aus. Davon waren 62 in Bad Freienwalde und 8 zum Jahresende in Eberswalde. 15 Teilnehmer waren und sind auch noch beschäftigt in sozialer Teilhabe Märkisch-Oderland, abgekürzt SOTAMON. Und 101 Teilnehmer insgesamt in der Integrationshilfe, in Wegbereiter und in der Integrationsbegleitung in Eberswalde, wobei den größten Anteil die Integrationsbegleitung in Eberswalde ausmacht. Und die Zahlen habe ich nicht mehr recherchiert, aber ich weiß noch ungefähr, wir haben auch so ganz nebenbei über 120 Leute im letzten Jahr im Einzelcoaching betreut. Also etwa 10 pro Monat, wenn man sich das ausrechnet. Und das hat uns viel Spaß gemacht, wenn es auch manchmal nicht ganz einfach war. Damit wurden insgesamt 193 Menschen von den 26 Mitarbeitern begleitet. Im Januar 2017 konnten wir noch eine weitere Mitarbeiterin einstellen. Den Satz habe ich extra formuliert, damit die andere Gleichung aufgeht. So, in den 25 Jahren waren, und das habe ich zwei Mitarbeiter wirklich akribisch zählen lassen, damit wir auch eine halbwegs reale Zahl haben, also in den letzten 25 Jahren waren über 12.000 Menschen in fast 900 Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung tätig. Da sind jetzt nicht die ganzen Bildungsmaßnahmen bei, das sind wirklich reine Arbeitsfördermaßnahmen, Beschäftigungsmaßnahmen, angefangen von ABM, SAM,
Arbeitsgelegenheit mit Entgeltvariante, MAE, alles, was es so gab. Ich könnte das jetzt noch ein bisschen fortführen. Jeder weiß, der länger im Geschäft ist, dass es da ganz viel Bewegung gab. Und wenn man das mal pro Jahr ausrechnet, dann sind es immerhin 480 Menschen pro Jahr, die bei uns ein- und ausgehen, mal kürzer und mal länger. So, seit 2007 absolvierten über 2000 polnische Praktikanten in Deutschland ein Praktikum und wurden von uns begleitet in den Praktikumsbetrieben, in den kulturellen Erlebnissen und sie haben ja auch immer ein bisschen Deutsch gelernt. Ja. Und natürlich unsere Essgewohnheiten, das war immer oder am Anfang das Schwerste. Ne? In Polen wird anders gegessen als in Deutschland. Zur Zukunft des Vereins möchte ich nur einen kleinen Ausblick geben. Das Wichtigste ist unser Haus, in dem wir hier heute feiern. Wir wollen es weiterhin geschickt und kreativ als Haus der Information, der Bildung, der Beratung und vor allen Dingen auch der Begegnung gestalten. Wir wollen den Sozialbetrieb mit den beiden Partnern Arbeitsinitiative Lecin und Steromat im Landkreis und dem dazugehörigen Projektbeirat weiterentwickeln und zu einem tragfähigen Konzept zur Integration von Langzeitarbeitslosen führen. Alle Zweifel ausräumen, Herr Handke. Wir sind gestartet und es wird was. So, den Bildungsbereich werden wir durch Beteiligung an Ausschreibung und die Entwicklung weiterer Module ausbauen. Und noch ein wichtiges Ziel ist die Mitwirkung im Museum Alt-Ramft. Und die Mitnutzung, jetzt kommt's, und Mitgestaltung des Bad Freienwalder Bahnhofs. Da bin ich schon sehr gespannt, dass wir das gemeinsam wirklich hinkriegen. Es ist das Eingangstor von Bad Freienwalde. Mag sein, der Himmel liegt in Ketten. Mag sein, es ist so weit. Nun, jetzt komme ich zu meinen Dankesworten. Danke für das immer offene Gespräch. Danke für Hinweise, aber auch Kritiken. Danke für sachliche und finanzielle Unterstützung. Danke für alle Netzwerke. Danke aber auch, dass Sie den Gedanken der Arbeitsförderung, die für Menschen, die wollen, aber es nicht alleine schaffen, weiterhin mittragen. Und das sind mehr als 80%. Das kann ich Ihnen auch aus meiner Erfahrung sagen. So, und jetzt komme ich, liebe Mitarbeiter, Aufstellung, jetzt kommt unser Part. Der letzte Dank für heute gilt allen meinen Mitarbeitern. Die Gedanken, die sind frei, ja, es gibt sie immer noch. Die Gemälde von Van Gogh, so wie Sonne.